Riesenkrater in mehreren Gärten und ein eingestürzter Gartenteich. Das war das Ergebnis eines eingebrochenen Luftschutzstollens in Aldenhofen-Schleiden. Wir haben mehrfach darüber berichtet. Über die Ursache, die Verantwortlichkeiten und die Kosten, die so ein eingestürzter Stollen mit sich bringt. Inzwischen ist er verfüllt, aber gibt es noch mehr davon? Das ist jetzt die große Frage. Der Kreis Düren wollte es genau wissen, hat gesucht und ist fündig geworden. Oft an Orten, wo sie keiner vermutet hat. Hier ist schon lange Gras über die alte Zeit gewachsen. Dabei ist es noch gar nicht mal lange her, dass in diesem Aldenhofener Rathaus über einen eingebrochenen Luftschutzstollen diskutiert wurde. Ironischerweise steht das Rathaus selbst auf einem unterirdischen Bunker. Von ihm geht heute wohl keine Gefahr mehr aus. Aber im Zweiten Weltkrieg, bei Fliegeralarm, suchten viele ihn im Schutz, erzählt uns Wienern Schäfer, damals 10 Jahre alt. Und wir mussten vom Ort, wenn die Sirenen gingen, mussten wir hier zu dem Bunker laufen. Da war der Eingang vorne und die Wiese war ganz groß bis an der Straße. Und dann sind wir alle mit meiner Mutter und die Geschwistern hier zum Bunker gelaufen. Wir haben in dem Bunker gesessen und von dem Sog haben wir richtig hin und her geschaukelt, aber wir haben uns keine Kopfschmerzen gemacht. Fast alle Aldenhofener, so erinnert sich der heute 79-Jährige, haben überlebt. Wohl auch deshalb, weil sie diesen unterirdischen Zufluchtsort hatten. Gleich mehrere gab es in der kleinen Gemeinde Weiß-Hans-Martin-Steins vom Kreis Düren. Sie wurden damals angelegt im Auftrag des Deutschen Reichs. Diese Bunkeranlagen gehen ja bis 10, 12, 13 Meter unter die Erde, sind 60, 70, 80 Meter zum Teil lang, teilweise verschachtelt und verwinkelt im Untergrund angelegt. Und das konnten nur Bergleute seinerzeit machen. Und ich denke, das ist mit ein Grund, weshalb man das hier in Aldenhofen in diesem Maße auch vorfindet. Insgesamt 22 Stollen wurden im gesamten Kreis Düren aufgespürt. Manche sind hochprofessionell angelegt worden, wie dieser unter einem Friedhof in Aldenhofen. Andere wurden auf privaten Grundstücken gebaut. Rainer Koch weiß von seinem Vater, dass sich in der Erde ein Stollen befand. Heute parkt er darüber seine Traktoren. Hier kamen die Personen, die Leute kamen raus. Es war so quasi ein Durchgang, ein Durchgangsstollen von einer Straßenseite zur anderen. Dieser kleine Privatstollen in der Eifel ist vor vielen Jahren in den Fels gebaut worden. Im Zweiten Weltkrieg haben sich Nachbarn darin verschanzt. Und mit 5, 6 Familien, so wie ich gehört habe. Ne? Wenn dann so ein Luftangriff war, dann haben die sich hier schon versammelt und haben ganz eng beieinander gesessen und sich geschützt. Begehbar sind nur noch wenige solcher Hohlräume. Nach dem Krieg wurden die Stollen zugeschüttet. Gegenwärtig interessiert nur noch, ob eine Gefahr von ihnen ausgeht. Dafür gibt es bisher keine Hinweise. Was die Menschen darin früher erlebten, wissen nur noch wenige Zeitzeugen. Immerhin, für einen kleinen Moment kommen diese Erfahrungsschätze wieder ans Tageslicht.